Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Es ist Mittwoch und alter Falter, heute bin ich so ein bisschen in Straucheln gekommen, denn die Zeit war knapp und ich habe es gestern nicht mehr geschafft und jetzt ist aber ja immer noch Mittwoch und bis 12 Uhr ist noch Mittwoch und ich werde es bis 12 schaffen. Knapp, aber ich werde es schaffen. Denn ihr sollt euer Mittwochsvideo bekommen. Und was würde sich eher anbieten für das Mittwochsvideo als ein Weg, den ich momentan gehe, nämlich den Weg der Chinesen. Heavies. Und zwar bin ich ja, wie ihr seht hier, die Light- und Mate-Linie bin ich ja schon lang gelaufen, aber halt eben nicht die Heavy-Linie. Und da war ich beim Typ 58. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich jetzt aber auch nicht so die richtig geilen Videos von. Irgendwie, das ging auch so schnell. Der hatte ja nur so wenig XP durchgerusht. Ihr zwei. Psst. Da habe ich mich durchgekauft. Ihr zwei. Für mich. Der fürchterlichste Tank. Tank? Der fürchterlichste Panzer, den ich je gefahren bin. Also das Ding war ja nur scheiße. Die Gun scheiße, das Handling scheiße, die Geschwindigkeit scheiße, der Schaden scheiße. Na, der Schaden war nicht scheiße. Also, den kannst du. Wow, ich habe dann probiert und noch hier irgendwie eine nee, ich habe irgendwann aufgegeben. Und bin zum 110er durchgegangen. Ich finde, man muss, also so, gut, klar, natürlich kann man sagen, hey, boah, du gibst aber ganz schön viel Geld aus für das Game. Aber mal ganz ehrlich, ich will mich ja auch nicht die ganze Zeit immer ärgern. Ich ärgere mich schon bei anderen Sachen so viel. Also kann ich mich nicht auch noch in meiner Freizeit und bei dem Game ärgern. Und insofern, Geld in die Hand genommen, Gold aufgeladen, Free XP gewandelt und das Ding übersprungen. Der 110er, muss man ganz ehrlich sagen, Stock war der jetzt auch nicht so der Oberknaller für meinen Geschmack, aber dann habe ich mir gesagt, gut, ich will ja mit dem Ding auch Spaß haben und so ein bisschen was, also 150.000 XP, es lohnt sich dann in meinen Augen schon gewisse Sachen zu machen und da man, das war dann eine Entscheidung von mir, da man die 9er Gun, ja, hier guckt, den Extraweg, also normalerweise biegt man ja hier ab, aber den Extraweg, den man gehen würde oder den ich gegangen bin, die 9er Gun kann man halt hier hätte man die XP eh in die Hand nehmen müssen. Insofern ist es wenigstens nicht verlorene XP. Das tut ja immer, was habe ich jetzt geklickt? Das tut ja immer besonders weh, finde ich. Und insofern habe ich ihn in meiner Garage stehen. Ich habe eine Crew, die vom 121er, den ich verkauft habe. Die habe ich hier umgewandelt, deswegen ist die schon relativ geil. Also die ist im vierten Skill schon ordentlich. Ich muss direkt nochmal hier mal drüber Gedanken machen, ganz ehrlich. So richtig perfekt Tarnung hier. Heavy Crew. Naja, also so ganz heavy, so mega heavy ist es jetzt auch nicht. Also es ist so ein Zwischending, finde ich. So fahre ich ihn zumindest, also zwischen Med und Heavy. Also der ist jetzt nicht so der klassische Heavy, der irgendwo steht und tonnenweise Damage dealt stationär, sondern der ist schon irgendwie, ja, ganz. Eigentlich ist der schon ganz schön mobil. Das ist schon ganz okay. Und das wird ja nachher zum 10er auch definitiv nochmal besser. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich immer empfehlen kann, den Büchsenmacher mache ich mittlerweile auf all diese Tanks drauf, die, wo ihr so einen Helm gucken lasst und so ein paar Schüsse bounce, denn die schießen dann, wenn man entweder einen Tank hat, wo man permanent Hulldown geht, schießen die natürlich ständig in die Kanone rein und ein Büchsenmacher reduziert bis auf 20% das schon relativ geil wieder zurück. Da müsst ihr nicht unbedingt das Rap-Kit für die Kanone, die Kanonenreparatur zur Verfügung stellen. Das ist ja immer ein wichtiger Punkt, ein Rap-Kit nicht zu verkloppen, wenn man es kann. Dann sollte man das tun. Für meinen Geschmack funktioniert das ganz gut bei dem. Und ansonsten ist die, weiß ich nicht, was klar, hier irgendwie ruhige Hand sind für den natürlich auch noch ein Faktor, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, man könnte man das ja nochmal durchnudeln, was man sonst. Ja, bei manchen Skills, also Heavy Skillung, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen mit dem Büchsenmacher. Ansonsten, Tarnung habe ich für Geld drauf gemacht, jetzt ist die schon wieder abgelaufen, also insofern, naja, ist ein Durchgangspanzer für mich, ich glaube nicht, dass ich den behalten werde. Ansonsten, klar, Verti-Stabi, Lüftung und Gunrammer sind
so Standard-Dinger, die ich eigentlich immer drauf mache. Besonders, sag ich mal, Lüftung und Brothers in Arms, wenn ich einen Tank habe, der nicht so ultra präzise ist, der kommt dann halt irgendwie dann doch mit den ganzen Dingern, die ich drauf habe, auf eine 0,35er Präzision, was ja schon eigentlich schon relativ geil ist. Und was können wir noch sagen? Premium-Löscher, die restlichen Dinge normal. Und nö, sonst keine Besonderheiten. Nur einer Gun halt drauf und dann Spaß haben. Ja, und ganz ehrlich, da ich mit dem noch nicht so schrecklich viel gefahren bin, habe ich mir überlegt, was ist denn an dem Tank eigentlich interessant? Man sieht den nicht so ultra häufig, finde ich. Und insofern ist es für viele schon die Frontansicht so ein bisschen verwirrend. Und man kann, was man mit dem ganz gut machen kann, ist wackelnderweise gerade auf die Leute zufahren, weil, ich sag mal, die untere Wanne, wenn du normal auf jemanden zufährst, also die, klar, die ist jetzt nicht klein, aber wenn dann 6er, 7er, 8er auf euch schießt, habt ihr schon eine Chance, auch mit der unteren Wanne was zu bouncen. Die ganzen Knicke und Kniffe bilden halt hier immer schön irgendwelche Flächen. Also klar, natürlich sollte man so mit der planen Fläche nicht rausfahren, weil der Gegner dann ultra geil, ne? Ihr wisst ja, Abschrägung ist gut. Winkelt ihr zu weit an, ist das hier einfach eine gerade Fläche, dann kommt da natürlich jeder durch. Aber Turm auch schon ganz gut, Luken nicht so groß. Das Ding läuft schon ganz gut. Und damit ihr mal sehen könnt, ich meine, Tank Inspector hin oder her, den da zu zeigen, wir gucken uns mal lieber ein Real Game an von jemand, das habe ich vom Server runtergezogen und noch eine kleine, könnte man sagen, so ein Ausschnitt von einem anderen Game, wo man einfach mal guckt, wenn man richtig steht, was da halt passiert und dass dann halt auch so Tanks wie der T-34 oder sowas, die ja schon anständige Penetration haben, einfach sich schwer tun, mit dem Tank dort durchzukommen. Also Turm ist schon ganz geil, kann man nicht anders sagen. Juppidi-jupp. Jo. Ich soll nicht so oft Ähm sagen. Und nicht schmatzen. Habe ich geschmatzt? Ich hoffe nicht. Habe ich Ähm gesagt? Ja. Bis gleich. In-game. In-game mit dem Kollegen James Chap Dude. Geiler Name. James Chap Dude. Juppidi-jupp. Aufsteppen. Und nochmal das Ganze ausgewogen. Ja, was machst du mit dem Tank, wo du beweisen willst, dass der anständig was bounced? Da fährst du natürlich zum Heavy Egg. Hier, wir wissen natürlich, Heavy Egg, hier round diese Steine, da findet das Ganze statt. Und was ich ganz interessant finde. Na gut, klar, es ist wieder kein Arty-Spiel, aber das ist ja auch eine Geschichte, die, also ich würde mal sagen, epische Games sind selten welche, wo es drei Artys gibt, weil die Positionen, die man einnehmen kann mit Panzern, die dann zu epischen Games führen, die, boah, was für ein Snapshot, 0,35er Präzision for the win, pow, ja, das will, ja. Schafft man sonst eigentlich nicht. Was sehen wir gerade hier? Wunderbar. Wie fährt er das Ding hier? Er fährt das Ding, das vom Gegner hier so viel nämlich zu sehen ist. Und wenn... Das ist ja auch geil. Wenn es mega kritisch und knapp ist, dann trifft er und ansonsten trifft er nicht. Läuft. Also, das Gerät ist der Gerät. Wisst ihr eigentlich, was der Gerät ist? Der Gerät ist ein automatisches Dönerfleischschneider. Der Gerät. Ist hier in Berlin ein Running Gag. Ich weiß nicht, ob das noch woanders ein Running Gag ist, aber in Berlin ist es ein Running Gag. Und hier siehst du die Dinger manchmal auch, die so vollautomatisch den Döner mit so Messern oder so einem Apparat irgendwie. Naja, siehst du, der Gerät. Er steht hier relativ gut. Und so hat er hier die Chance, halt immer rauszufahren. Die Leute, die dort hinten stehen und das ist wie immer bei WoT, wenn die Leute dich gewähren lassen, ja, genau, hier packen die ersten schon HE aus. Denn gut, für T29 war die Winkelung jetzt nicht mehr optimal, das ist klar, dass sowas dann durchkommt. Aber das ist natürlich schon ultra blöd für den Gegner.
mir, so einen Tank zu haben, der einigermaßen weiß, wie er das Ding bedienen muss. Und halt eben nicht wirklich viel von ihm zu sehen ist. Und was ist denn eigentlich, was ist denn das A und O beim Sidescrapen eigentlich? Das A und O beim Sidescrapen ist, dass ihr irgendwie in... Ihr müsst halt nur ein Stückchen, es ist eigentlich wunderbar, es ist eigentlich ein Sidescrape-Lernvideo. Ihr müsst nur ein Stückchen zurückfahren und könnt sofort schießen. Fahrt dann wieder nach vorne und bekommt hier, man sieht's mal, bekommt hier die Abpraller auf die obere Schürze gedonnert, weil eure, die Penetration der Gegner nicht ausreicht. Na gut, das ist jetzt, ganz ehrlich, da oben am Turm, ne, da... Ah, wunderbar. Ganz ehrlich, es ist natürlich auch bei denen, na gut, Dicker Max ist schon ein bisschen, hat auch schon ein klein bisschen Penetration. Also der ist schon gar nicht so blöd, sag ich mal. Also das, den Treffer vom dicken Max, der bedeutet schon was, sag ich mal. Gut, er wieder auf die andere Seite, wieder in Sidescrape und jetzt sozusagen wunderbar, hier schon wieder Abpralalombo. Er war jetzt ein bisschen unglücklich geflogen, der Schuss. Eigentlich hätte der im R2-D2 vom KV-5 sitzen müssen. Aber macht doch nichts, weil wir wissen ja, der Kollege mit dem KV-5, der... nee, das kommt erst noch. Ja, nee, das... doch, der KV-5 hat vorhin HE geschossen schon. Ja, stimmt ja. Richtig. War alles richtig gesagt. Jetzt hat er aber nicht mehr HE drin, was auch... Naja, wobei, wahrscheinlich wäre es für den KV-5... Der Fug! Wiggle, bam! Ins Nichts geschossen. Ja, der war schlecht. Der war schlecht geschossen. Aber gut, passiert in den besten Familien. Jo, KV-5 natürlich dort in gewisser Weise auch eklig, dort oben. Aber... Doesn't matter, weil er kann ja da immer fröhlich Sidescrapen. Nebenbei hat Scherenfernrohr mit. Also, ich bin ja ein Fan von dem Scherenfernrohr, aber ganz ehrlich, würde ich das Scherenfernrohr jetzt nicht unbedingt. Also da würde ich schon dann eher noch mit was ich, Zusatzrationen arbeiten oder sowas. Aber Scherenfernrohr auf dem Heavy. Ja. Ding, ding. Wir sehen und wir schauen nochmal da auf der Gunblende, da oben drauf, nee, Gunblende nicht, da oben drauf, abgeprallt, wunderbar. Da war mal ein penetrierender Schuss. Ist ganz schön jetzt mit den neuen Anzeigen. Das sieht man ja zum Beispiel, die 29 hat die Kette versenkt. Naja, klar. Was passiert hier im Sidescrape? Im Sidescrape ziehen sie dir die Ketten oder prallen halt ab. So, vielleicht machen wir Thema Prallen ab. Wir machen einfach mal, ich mache das sonst eigentlich nicht so gerne, aber die Situation hier bietet sich ja eigentlich an, nochmal ein anderes Game reinzuschnippeln. Einfach nur mal eine Szene, weil das T-34 als Gegner, der hat schon ordentlich, der hat schon auf dem Level des einer 9er Kanone, hat er schon Penetration. Also das hat schon was zu bedeuten. Das schneide ich jetzt einfach mal rein. Einfach mal als kurzen Einschnitt. Und dann machen wir hier weiter. Fishing Bay. Fishing Bay ist das Zauberwort. Und der gute Super Sniper stellt sich hinter einen Stein, wie es sich für Super Sniper so gehört. Und naja... Es kann sich jetzt jeder ausmalen, was von diesem Panzer zu sehen ist. Und das macht die... ich weiß nicht mehr genau, ganz genau, wann es losgeht, aber das macht die Sache halt durchaus aus. AT-15 als Gegner irgendwie... Naja, der hat halt die DPM des Todes. Also insofern, DPM des Todes, da ist auch Vorsicht geboten, wenn man vor einen AT-15 unvorsichtig querfährt. Der Junge kann... der macht halt auch Aua. Nicht so viel mit jedem Schuss, aber Bing! Der AT-15. Also ganz interessant, finde ich. Er ist ja nun nicht der geskillteste Spieler. Ja? Also ist noch nicht so lange dabei oder ist schon lange dabei, aber ist noch nicht so erfolgreich, sage ich mal. Aber hat das schon irgendwie einigermaßen verstanden hier? Bing, bing, dong. Ist schon geil. Und wenn wir dann auch noch sehen können, wo die Jungs hinschießen, das können wir ja neuerdings wieder sehen. Jo, ja, Cupola-Snipen, Gunblende, jo, vordere Ecke,
Boom, ching. Nochmal Gunblende oder Gun. Das, ja, wie gesagt, denkt an meinen Spruch von vorhin. Büchsenmacher ist schon gar keine dumme Sache, weil das öfter mal kaputt geht, das Kanönchen, kann man einfach mal so sagen. Bing! Also, ja, das ist gar nicht so blöd, sich hier hinzustellen hinter den Schutzberg und einfach mal die Panzerung sprechen zu lassen. Denn, ja, bing! Dong. Ja, das sind genau die Stellen. Und ich meine, auch schon 2,7 Damage blockt und wie gesagt, also Jagdpanther, was hat noch Jagdpanther? Jagdpanther 2. T34. Ja. Ist jetzt nicht so schlecht, wenn man das bounce, sage ich mal. Gut, aber zurück zu unserem T34. Wieder ist es dann so. Jo. Na, der scheint ja immer auf die gleichen Stellen zu schießen. T34. Der färbt das Ding ein. Zurück zu unserem anderen Game. Das nur mal kurz gezeigt. Wenn man wirklich nur den Turm ausgucken lässt und die Seite, bing, hier auf der Seite drauf, dann läuft das mit dem Ding schon. Kann man auf jeden Fall arbeiten. Und mit der Seite würde ich mal sagen, kann man da vorsichtig natürlich auch in höheren Tiers auch noch den einen oder anderen Schuss. Also Seitenketten geht schon auch in Tier 10, sage ich mal. Muss man mal sehr vorsichtig genießen. Also ich sag mal, der Winkel muss dann sehr viel spitzer. Sehr viel spitzer. Zurück zu unserem anderen Game. Bis gleich. Bing, bing. Wieder abgeprallt. Bing, 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 bing. Und weiter geht's. Wieder zurück im Game mit dem James Chap Dude. Und tja. Mittlerweile sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Man kann jetzt natürlich sagen, boah, ey, du hast ja voll das langweilige Game rausgesucht. Und jetzt gibt es gleich wieder Treffer mit T29. Nee, nicht. Alles klar. Aber das ist halt, man muss auch irgendwo mal realistisch sein. Ein Game, wo wahnsinnig viel abprallt, ist jetzt nicht höchstwahrscheinlich. Wollte gerade sagen, der wird wohl nicht treffen. Jetzt hat der Motor 1 auch schon HE ausgepackt. Na, logisch. Ein Game, wo so viel Abprall, ich meine, wir sind jetzt schon auf fast 6000 Abprallschaden, Abprallpotenzial. So ein Game ist. Schade, der Schuss hätte. Naja, gut. Egal. Bei fast 5000 Schaden ist das nicht so gut. Statisches Game, wo man auf Distanz auf den 110er schießt, ist halt auch eben das Game, wo viel abprallt. Wenn du face to face mit jemand anders da stehst und dir gegenseitig auf die Mütze haust, wirst du nicht so turbo viel. Ein interessanteres Game, aber halt eben nicht so monsterfair abprallt. So, jetzt solltest du langsam mal, richtig, genau, solltest du dich langsam mal nach vorne bewegen, denn sonst kriegst du auch nicht wirklich noch mehr was ab, denn deine Kumpels stehen da schon alle vorne und haben auch nichts mehr zu verlieren, weil der T34 noch voll ist und der holt sich jetzt sein Recht und insofern, hopp, keiner da. Ja, ey, das ist auch mal Commanders, Commander, ja, genau. Deswegen hat er auch nichts, die einen Umrisse sehen können. Das ist immer Commanders Problematik. Man muss irgendwie auf Entfernung aimen, wenn die Jungs irgendwie hinter den Bergen, hinter Büschen und siehst die Umrisse und ich sniper mir immer einen ab und denke, warum geht denn der nicht durch die untere Wanne durch? Und dann fahre ich näher ran und sehe so, oh, weil er Hulda und steht. Sieht man halt nicht, wenn man am Horizont nur den Umriss sieht. Ist, ja, tragisch, aber ist so. Da kann man nichts dran ändern. Ja, schönes Gerät. Also, und schöne, boah, ist es geil, dass man die Abpraller mal wieder sieht. Mann, Wargaming, habt ihr da was gedreht? Das wäre ja geil. Ja, schönes Game halt nicht, wie vielseitig ist der, sondern, boah, guck mal, wie die vordere Wanne da raussteht. Der ist ja echt. Also ich finde den irgendwie lustiger, so schnittiger zum Ansehen als die IS-3. Irgendwie haben die Chinesen da mal was gut gemacht. Wobei ich jetzt mal müsste sich auf den Servern mal angucken. Hat der hier mehr Abprallpotenzial oder die IS-3? Ich persönlich würde sagen der hier. Aber da fehlt mir die Erfahrung. Ich sehe, dass der schwieriger zu bekämpfen ist, der 110er, als die IS-3. Weil IS-3 kennt eigentlich mittlerweile, na gut, die Weakspots sind die gleichen, aber der Turm hier scheint mir. Obwohl, als 8 auf eine IS-3 ist auch kein Spaß, wenn sie Hulldown steht, also wenn sie Turm nur zeigt. Naja, Gefechtsauswertung machen wir jetzt mal. Macht's gut, bis gleich. Yo, Aftergame Stats, ich feiere immer noch diesen Namen. James Chap
Dude, Dude. Ja, doch, mag ich, mag ich, mag ich. Gemastert hat er das Viech. 80.000 Brutto-Credits, 2,3 XP. Alles schick und schön und gut. Cool-headed. Finde ich immer eine geile Auszeichnung, kann man nicht anders sagen. Nicht so oft Arm sagen. Confederate. Cool. Steelwall, High-Kaliber. Alles Auszeichnungen, die man gerne. Ich kann es nicht. Ich kann. Es mit dem M ist verwachsen mit mir. Herzlich willkommen. Gemastert. Ich sag nicht mehr. Auszeichnung. Nun denn. Schneide ich das jetzt raus? Nein, ich schneide das nicht raus. Habt ihr was zu lachen? Judy. Teamscore. Er hat 5-2. Ordentlich. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Und 5-9 geblockt. Also ich meine, das muss man auch erstmal machen. Das muss man. Also gelingt natürlich nur als Top-Tier, aber trotzdem. Trotzdem, trotzdem, trotzdem. Mir ist es noch nicht so richtig gelungen. Klar, der bounced schon ordentlich, aber 6.000 ist schon eine Ansage. Das ist schon ein bisschen mehr als ordentlich. Also das ist schon awesome. Das ist schon geil. Das ist schon auf jeden Fall geil. Juppidi jupp. Ja, was bleibt noch zu sagen? Außer, dass ich mich freue auf den 113er. Das ist ein Weg, wenn ich mal mehr Zeit hätte, würde ich da auch ein bisschen Power grinden. Ja. Als nächstes kommt, glaube ich, wieder mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Freitag, 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 Freitag. Als nächstes kommt das Drive-Log. Am Wochenende schaffe ich es dann. Oh, da habe ich wieder die Kinder. Da schaffe ich es dann hoffentlich trotzdem nochmal eins von euch zu nehmen. Und ansonsten scheint mir wie immer die Sonne aus dem Arsch. Und life is good.